Ja, die Veranstaltung zu moderieren war natürlich eine spannende Erfahrung für mich. Ich kannte den Markt der Möglichkeiten bisher ja nur als Teilnehmerin und es war durchaus auch eine Herausforderung, dieses Format, das sich ja sehr bewährt hat, in den digitalen Raum zu übertragen. Also, dass die HWK den Markt der Möglichkeiten in digitaler Art und Weise innerhalb von 10 Tagen gefühlt auf den Weg gebracht hat, das fand ich schon sehr beeindruckend. Außerdem war es natürlich interessant zu sehen, ob sich unsere Überlegungen bewahrheiten, dass die Teilnehmenden am Markt der Möglichkeiten sich interaktiv im Chat an dem Format beteiligen können. Das hat gut funktioniert. Ich war überrascht, wie gut es funktioniert hat. Die Rückfragen im Chat haben auch gezeigt, dass die Studierenden aufmerksam zugehört haben. Für mich als Studienberaterin war das tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig, nicht im direkten Austausch mit den Studierenden zu sein. Natürlich ist es immer schöner, wenn man sich 1:1 am Infostand steht und ins persönliche Gespräch gehen kann. Aber ich bin beeindruckt, dass so viele Ersti daran teilgenommen haben. Es hat sich nicht äquivalent angefühlt zu einer Präsenzveranstaltung. Alleine deshalb, weil man natürlich anders in Interaktion tritt, wenn beispielsweise, so wie wir den Markt der Möglichkeiten kennen, die Personen auf uns zukommen, wenn sie merken, das ist jemand, den möchte ich ansprechen. Und deswegen war es für mich nicht ganz so nah, weil ich nie gesehen habe, okay, es gibt eine Reaktion auf das, was ich gesagt habe. Ja, auch mir ist nochmal klar geworden, wie umfangreich eigentlich unser Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk der HAWK ist. Und ich hoffe, dass wir das den Studierenden auch mit auf den Weg geben konnten für den Einstieg in ihr Studium. Ich glaube, das, was wir alle gerade an vielen Stellen lernen, ist, dass viel mehr möglich ist, als wir alle, glaube ich, noch vor 2 Monaten geglaubt haben. Daraus, dass ich daran teilgenommen habe, habe ich gedacht, Mensch, das bringt ja tatsächlich was. Wir sind jetzt vom Auslandsamt tatsächlich auch am Überlegen, ob wir so einen virtuellen internationalen Tag oder eine internationale Stunde oder internationale 10 Minuten machen, wo wir zu einladen, wer Interesse hat. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn dieses Format Nachahmer finden würde, um jetzt auch in der nächsten Zeit, gerade im Bereich Studieninformation und Beratung, die Studieninteressierten und auch Studierenden zu begleiten, auch auf digitalem Weg.